Hi, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 49 der Tech News hier auf dem Kanal Venix. Heute auch wieder mit Intro. Letzte Woche gab es ja keins. Einigen von euch ist es aufgefallen. Das Intro hat es irgendwie verspult. Da habe ich es einfach nochmal weggelassen und geguckt, was eure Reaktion war. Wir schauen uns wie immer an, was sich vergangene Woche in der Technikszene so ereignet hat. Ihr seht, ich bin wieder zu Hause, wie gewohnt aus dem Studio. Einiges Spannendes ist passiert. Gibt wieder was Neues zu Huawei. Auch zur Apple Keynote ist einiges bekannt. Bleibt auf jeden Fall dran. Auch die heutige Ausgabe wird euch wie immer stolz präsentiert von Teufel. Jetzt geht's los. Am 18. September werden in München vermutlich das Huawei Mate 30 und Mate 30 Pro vorgestellt werden. Tja, aber das Skurrile an dieser ganzen Stelle ist, ein Google-Sprecher erwähnte Reuters gegenüber, dass das Mate 30 und Mate 30 Pro nicht mit lizenziertem Android verkauft werden bzw. auch keine Google-Dienste an Bord haben werden. Ist krass, wir wissen, China und USA Handelsstreit und das Ganze trifft ja am meisten eigentlich Huawei, denn da sind praktisch, ja, Huawei wurde sozusagen geblacklistet und die Firmen dürfen nicht mehr mit Huawei kooperieren. Da gibt es jetzt eine 90 Tage Gnadenfrist und so weiter, das alles wurde nochmal verlängert, aber das Ganze gilt eben nicht für neue Geräte, die auf den Markt kommen, dementsprechend die beiden Smartphones dann sehr wahrscheinlich ohne Android. Ich bin gespannt, ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, aber das ist der aktuelle Stand. Was meint ihr dazu, mit oder ohne Android? Hier mal abstimmen. Diesen Monat, am 26. September, wird ja das OnePlus 7T vorgestellt werden, der Nachfolger des aktuellen Flaggschiffs. Und da sind jetzt noch ein paar genauere Daten aufgetaucht. Vergangene Woche habe ich ja euch bereits von OnLeaks die ersten Renderings des Smartphones gezeigt, mit dieser seltsamen Kameraanordnung auf der Rückseite, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wie gesagt, da haben wir jetzt ein paar genauere Specs noch zum Gerät. Es wird zwei Varianten geben, einmal mit 128 und einmal mit 256 GB internem Speicher. Beide Varianten werden 8 GB als Arbeitsspeicher zur Verfügung haben und bei beiden Varianten kommt der Snapdragon 855 Plus zum Einsatz. Die Kameras sollen mit 48, 16 und 12 Megapixeln auflösen und es soll eine Super Slow Motion mit 960 Bildern pro Sekunde ebenfalls inkludiert sein. Die Frontkamera wird 16 Megapixel haben. Das OnePlus 7T wird also wieder ein super solides Gerät werden, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Wird keine spektakulären Neuerungen mit sich bringen, aber insgesamt wird eben stetig ein klein wenig verbessert. Abzuwarten bleibt natürlich der Preis, denn der macht das Ganze dann entweder sehr interessant oder dann auch wieder weniger. Naja, könnt ihr auch gerne mal abstimmen. Denkt ihr, es wird sehr hochpreisig oder wird es wieder eher ein bisschen wie früher die OnePlus-Geräte super preiswert? Einfach hier mal abstimmen. Die Apple Keynote ist offiziell angekündigt und die findet am 10. September um 19 Uhr statt. Apple hat hierzu eine Einladung verschickt, die sieht wie folgt aus, die habe ich auch erhalten. Nein, kleiner Scherz, leider nicht, vielleicht eines Tages irgendwann mal. Wir sehen dieses neue Logo. Denkt ihr, das ist das offizielle neue Apple-Logo? Andere vermuten, dass alle Farben, die in diesem Logo auftauchen, sozusagen die Farben der neuen kommenden iPhones widerspiegeln. Ist auch eine sehr interessante Theorie. Dann gibt es da noch eine kleine Kameratheorie. Es gab mal 2016 ein Patent von Apple. Dort wurde eine spezielle Kameratechnik sozusagen patentiert. Die sieht ähnlich aus wie dieses Bild vom Aufbau hier vom neuen Apple-Logo. Aber ich denke, das ist sehr weit hergeholt. Meiner Meinung nach könnte das doch sehr gut sein, dass es wirklich einfach die neuen Farben der kommenden iPhones wiedergibt, dieses Logo. Aber auch das könnt ihr gerne mal mir in die Kommentare schreiben oder hier abstimmen, ob ihr denkt, eher die Farben oder doch eher irgendwas mit einer Kameratechnik oder hat es vielleicht sogar was ganz anderes zu sagen. Ich bin gespannt. Mir gefällt das neue Logo an sich sehr, sehr gut. Amazon hat ein kleines neues Feature auf der Website, das nennt sich Amazon Showroom. Bei Showroom habt ihr die Möglichkeit, ein Möbelstück in einem virtuellen Raum zu platzieren. Allerdings für Stand 2019 mit der Technik, wie weit wir fortgeschritten sind, ist es jetzt gar nicht so spektakulär, denn da ist es doch viel interessanter, beispielsweise über AR, also Augmented Reality, beispielsweise über euer Smartphone ein Möbelstück irgendwo im Raum zu platzieren und dann mal wirklich zu sehen, wie es bei euch rauskommt. Dieser Showroom, ja, der ist doch sehr limitiert, da habt ihr dann einfach nur die Möglichkeit, in diesem einen Raum verschiedene Möbelstücke zu platzieren. Immerhin, ich verlinke euch mal den Link direkt zu Showroom in der Videobeschreibung, könnt ihr euch selber mal ein bisschen reinklicken. Eine weitere Apple News, und zwar wird es vermutlich bei der kommenden Keynote eine Art, ja, teilähnlichen Tracker von Apple geben. Teil-Tracker kennen bestimmt einige von euch, sind Bluetooth-Tracker, funktionieren mit Android, kann man an verschiedene Gegenstände anheften oder anbringen, beispielsweise an eine Geldbörse oder an euren Schlüssel und schon könnt ihr sozusagen diese Gegenstände, falls ihr sie verlegt habt, ganz easy wieder finden. Apple soll anscheinend auch an so etwas arbeiten. Das ist aufgetaucht in der neuen iOS 13 Beta in einem Code
Und ja, denkt ihr, das Ganze wird rauskommen oder nicht? Auch das könnt ihr mir gerne mal in der Abstimmung hier beantworten. Denkt ihr, Apple bringt tatsächlich eigene Bluetooth-Tracker und das schon bei der kommenden Keynote raus? Die smarten Rollos von IKEA sind nach gefühlt Jahren an Wartezeit endlich verfügbar. Ich habe euch ja schon vor Monaten davon berichtet in den Tech News, dass sie eigentlich bald kommen. Und jetzt sind sie, wie gesagt, in den ersten IKEAs hier in Deutschland schon zu haben. Ich habe ja erst kürzlich selbst ein Video zu smarten Rollos von Zero-Antrieb hochgeladen. Da haben einige geschrieben, sie würden sich doch eher die IKEA-Rollos, ich nenne sie jetzt einfach mal Viertour, hier seht ihr den Namen nochmal eingeblendet, würden sich eher die zulegen. Wünsche euch da ein ausführliches Review, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, denn ich denke, die sind auf jeden Fall sehr interessant und preiswert und die werde ich mir so oder so, denke ich, in Zukunft dann mal anschauen. Apple hat ein Programm zum Ersetzen des Bildschirms der Apple Watch Series 2 und der Series 3 gestartet, denn da gibt es einen Fehler bei den Aluminiummodellen. Da kann ein Riss entstehen, der beginnt unten am Display und zieht sich dann letztendlich rings um das Display herum. Ihr seht es hier gerade mal auf den Bildern eingeblendet. Sie haben jetzt gehandelt und haben gesagt, okay, alle diese Fehlerfälle werden wir kostenlos auf Kulanz austauschen. Finde ich auf jeden Fall richtig, denn gerade so ein Fehler tritt natürlich erst nach Monate oder jahrelanger Nutzung dann sozusagen auf. Aber gut, dass sie dann da sozusagen so kulant reagieren und der Kunde letztendlich nicht drauf sitzen bleibt, sondern hier wirklich alle Displays kostenfrei getauscht werden. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Tech News. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer stolz präsentiert von Teufel. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare zu den Themen, die für euch so am interessantesten waren. Folgt mir gerne auf Instagram RealVanix und lasst mir hier auch gerne auf YouTube ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns spätestens kommenden Montag um 18 Uhr hier auf dem Kanal bei der Jubiläumsfolge 50. Bis dahin macht's gut. Ciao.